dir mal den an. Das ist der Knüppel. Das ist ganz, ganz ein böser Kerli. Mit dem müssen wir aufpassen. Der schlägt nämlich gern drei. Der schlägt überall an. Der haut die anderen Kinder und tut manchmal wie ein Grusel. Also, da seht ihr gerade mal den Knüppel. Und das ist Madame du Barry. Kommt von Frankreich, von Paris und kann nur ganz wenig Deutsch mit einem Akzent. Sie sagt, wer kommt denn da? Der Hundi. Unser lieber Freund, der Hundi. Oh, wenn er lügelt. Herzig, er ist ganz ein Liebe. Oh, da kommt jemand. Das ist das Fräulein Seidenfädeli. Warum sieht man jetzt da nicht das ganze Fräuli? Wo ist es denn versteckt? Ja, ich kann es bewegen mit der Hand. Und da scheint die Sonne. Die brauchen wir auch eben im Theater. Und das ist eine ganz spezielle Person, die hat den Spiegelauge. Das ist Frau Spiegel. Die schaut der tief in die Augen und in die Seele. Da kannst du gar nicht viel machen. Hoppla! Und da sind die drei, wo Zürich sind. Der Professor, jetzt sind schon verschwunden wieder. Und das ist der Räuberholz am Platz. Schau mal die Zähne, die er hat, und das seine Frau. Jesus, hat die einen Haken von einer Nase. Schalwei nicht die Brevste. Frau hat zum Platz. Mit der muss man sich gut stellen. Sonst geht's einem. Oh. Schau mal. Wir schauen miteinander in den Himmel. Und ich schaue sie nochmal tief in die Augen. Ob sie auch wirklich nicht der Böse ist mit mir. Und geht das jetzt so weiter? Sie erzählt mir gerade noch schnell eine Geschichte. Und zwar von einer Schwarzen aus Afrika. Das ist die Minusa von Schwarzafrika. Unten. Ganz tief unten. Und da mein lieber Rotkäppi mit den Sommersprossen. Das ist auch was Besonderes. Ja, jetzt kommt es noch einander. Sie ist allweg besonders fröhlich heute. Das ist die Schwarze Marie. Ein braves Mädchen, aber manchmal ein bisschen traurig. Und das ist der Knöpfel. Der hat überall, sogar an der langen Nase hat er ein Knöpfli. Schau mal die Nase an. Und das Auge. Der Knöpfli ist ein besonderer. Da ist er nochmal. Was hängt ihm denn da an der Nase? Ist ein bisschen gruselig. Das ist unser Chines. Der ist noch nie auftreten. Der kommt das nächste Mal dran beim Kasperli-Theater. Er ist ein bisschen verzweifelt, weil er so lange muss warten, bis er endlich mal drankommt. Ja, musst jetzt nicht traurig sein. Ich brauche dich dann schon mal. Vielleicht im nächsten Frühling. Hoppla. Das ist das Rumpelstilzli. Er hat ein grünes Gewändli an. Und grosse blaue Augen und ein Hütli. Der ist auch noch nicht auftreten. Jetzt liegt er noch an mich an. Meint er etwa, das hätte ich gern? Der Müserich. Au! Vor den Mäusen habe ich ein bisschen Respekt. Seit ich selber Mäuse hatte, im Haus gruselt es mir ab diesen Tieren. Wow! Du! Ist mir gar nicht wohl dabei. Wow! Ist das ein häckliches Tierli? Da nützt das Lachen nicht und das Verstellen. Da tue ich so, als ob es mir nichts möchte. Das ist der Zauberer. Da müsst ihr aufpassen, Kinder. Der kann dumme Sachen machen, dem traue ich nicht recht. Ja, dem ist nicht zu trauen.
ganz sicher nicht. Wenn der vom Himmel oben ab ein Tierli zaubert und Menschen verwandelt in Raubtier oder sonst in einen Kanarienvogel. Da muss man schon aufpassen. Der Zauberer, mit dem ist nicht Spass. Und da kommt ja schon das Prinzessli. Das ist ein liebes Figürli. Da tut niemandem etwas leid und ist stets fröhlich. Schau mal, wie sie umeinander tanzen. Und da schaut es gegen vorne und schaut, dass es schön aus dem Fötterli kommt. Ja, das ist ja der Jesse. Der ist entstanden am Geburtstag von meinem Nachbarsbub. Und darum heisst er so. Den habe ich an sieben Tag gemacht, am 31. Mai. Und jetzt studiere ich wirklich, wie geht denn das weiter? Wo sind denn meine vielen Kasperlifiguren? Ah, schau da. Wer kommt da? Das ist der rote Teufel. Vor dem fürchtet es mir ein bisschen. Da muss man sich gut stellen, sonst geht es einem dann schlecht. Die lange Nase und die Augen. Perlmutterknöpfe sind das. Die Augen, wie die einem anschauen. Was meint er recht? Ist dem zu trauen? Ein Teufel ist meistens nicht so zu trauen. Man muss sich schon überlegen. Ja, ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellanfabrik. Und das, schau dir an. Das ist der Fröschel. Der hat auf dem Kopf einen Frosch. Und hat auch Perlmutteraugen. Das ist ein ganz besonderer. Hoppla! Wie heisst jetzt der? Der hat einmal an der Vernissage den Sprecher gemacht. Das ist der Grossvezier. Im Grunde genommen, aber hat die Sabrolle gut gespielt bei meinem Kasperli-Theater mit der Vernissage, mit meinen Bildern. Was Gretli? Das ist ein richtiges Gretli. Schau mal dem seine Zähnchen an und die dicke, breite Nase. Und dann das Mäschli auf dem Kopf. Mit Tüpfli. Es ist nicht gefährlich. Wir haben's noch lustig miteinander. Ich finde, das könnte dann auch mal auftreten. Hoppla! Wer ist jetzt das schon wieder? Das ist ein spezieller. Meinst du, der Name kommt mir von dem in Sinn? Das ist irgendeiner, ein Grossvezier oder so etwas, der kommt, glaub ich, vom Orient. Und das ist Frau Bitterli. Die hat einen schönen Hut und hat viel Geld. Das ist eine reiche Dame. Die geht nur in die teuersten Läden einkaufen. Hey du! Wer bist denn du? Mit deiner breiten Nase? Hast noch keinen Namen. Aber ein Schnauz hast. Das ist der König. Er hat die Nase ein bisschen in die Höhe und einen schönen Spitz auf dem Kopf. Eine Krone. Er ist ein bisschen betrübt. Und das Rösli, das kennen schon alle Kinder. Das hat einmal Geburtstag gehabt. Hoppla! Die hat mich einmal gespielt. Und zwar als Künstlerin. Im Theaterli von der Vernissage. Ja, das war Frau Gamba hier. Die kann wieder mal etwas spielen, die ist noch lustig. Macht ein bisschen Schnauze. Und das ist eine noble Königin. Die hat so Spitzen. Und der, das ist der Fischer. Der hat doch ein Fischli hinten dran. Ja, und hat zu wenig gefangen und hat den Hunger gehabt und ist ein bisschen stellen. Ja, das ist ein kleiner Dieb. Aber nur aus Not. Hoppla, der Roboti. Der Roboti ist ein besonderer. Der hat ein Haar von einem Sonnenschirm von einem Alten. Und auf dem Kopf ein Sensor aus der als Pralineschachtel. Und das ist der Hartöpfler. Der ist noch nie auftreten. Der hat einen schmalen Kopf. Ist ein bisschen speziell.
Und Krankenschwester Iseli, die ist nicht gerade mit Schönheit gestraft. Mit ihren Zähnen und ihrem plumpen Grindli. Aber sie ist eine gute. Und das ist unser Kasper. Der Kasper ist ein besonderer, der kann allerhand. Und das ist, wisst ihr was? Das ist eine Mohammedanerin. Die hat so ein Kleid an. Und drauf oben hat sie ein Bällchen auf dem Kopf und ein Brülleli. Das ist eine besondere. Philomena. Die Mohammedanerin. Und das hier, das ist unser, der hockt den ganzen Tag vor dem PC. Wie sagt man denen? Der ist PC-süchtig. Der hat sich ein bisschen wie ich im Moment. Wir hocken da den ganzen Tag vor dem Computer. Die Frau Huber ist auch noch da. Ja, Frau Huber, Sie haben da schon mal dürfen auftreten. Mit ihrem Flachgrindli. Und das da ist eigentlich der Bärli. Ja, er sieht ein bisschen aus wie ein Bärli. Er ist auch einer. Und das ist der Geist. Aus dem Socken, aus einem weissen Baumwollsocken gemacht. Das ist unser Geistli. Da musst du einfach hinlangen, da können auch die kleinen Hände liegen. Zum Spielen damit. Ist ihm echt zu trauen? Oder nicht? Ich weiss es nicht.